Jungle und ganz herzlich willkommen zurück bei FIFA 15, liebe Freunde, liebe Community. Mein Name ist Eisbändchen und heute geht es gegen Dortmund. Können wir den Negativtrend stoppen? Wir sind immer noch Fünfter, ist kaum zu glauben, und Dortmund ist Elfter. Aber ihr seht die Tabelle, es könnte eng werden mit der Qualifikation, der so sicher geträumten Qualifikation für Europa. Ja, das ist... Die letzten Wochen waren ziemlich hart, muss ich sagen. Ja, und ich muss mich an dieser Stelle erstmal wieder, ich will mich nicht rechtfertigen, aber entschuldigen dafür, dass es eben keine Videos gab in den letzten 3 Tagen. Im Moment liegt immer noch wieder mal sehr viel an bei mir und daher, ich muss ja auch nicht jedes Mal erwähnen, ne, warum, weshalb. Fakt ist, es lag mal wieder mehr an als erhofft und das ist eben manchmal so, deswegen ging nichts. Heute gibt es mal wieder ein Video, ich hoffe, diese Woche gibt es mehr als 2 oder 3. Dann müsst ihr eben jeden Abend an der Stange bleiben und schauen. So, jetzt kommen wir zu unserer Aufstellung hier. So ein bisschen gewirbelt habe ich ihn heute mal auf dem Flügel. Und Franz, Rita und Darida bilden das Mittelfeld. Das ist natürlich spielerisch nicht sonderlich gut. Aber zumindest hoffe ich mir ein bisschen Kompaktheit. Lazaro und Memedi und wie gesagt, Ingier sollen es vorne richten. Vielleicht operiere ich mal ein bisschen mehr mit langen Bällen im Moment, weil ich eben so ein scheiß Fußball spiele. Dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Ein Kommentar war richtig gut. War so ein bisschen Kindergarten am Ende. Hast du recht. Habe mich vielleicht ein bisschen viel ausgeweint. Aber manches Mal muss man seinen Frust auch rausschreien. Kennt ihr das? Den Frust rausschreien. Kann ich ja hier nicht ins Mikrofon garken die ganze Zeit. Deswegen habe ich dann gesagt, komm her, ich... Ja, dann habe ich es eben so bewältigt. Ist eben jetzt so. So, mal eben eine andere Kameraeinstellung. Ihr merkt, ich versuche alles. Und auf geht's. Dortmund in Gelb. Von nach rechts nach links. Wir sind die Weißen. Das ist verrückt. Und haben Heimrecht. Und versuchen, diese verdammte Negativserie dann endlich zu stoppen. Gucken wir mal, ob das dann auch klappt. Das war schon mal gegen Błaszczykowski interessant geklärt. Muss normalerweise so weit fliegen, dass der Ball gar nicht mehr zurückkommt hier. Kopfballduell haben wir da mehr oder weniger gewonnen, glaube ich. Ah, die machen uns natürlich aber auch schön frisch hier gleich wieder. Piszczek hat natürlich einen guten Radius. Birki hat ihn. Wunderbar. Das muss natürlich jetzt auch so ein bisschen dazukommen, dass Roman Birki seine Form wiederfindet, weil der hat uns natürlich in der Hinrunde auch den einen oder anderen Punkt beschert. Das ist Mucha. Aua. So. Rita hat den Ball. Kann ihn GE mal auf dem Flügel anspielen, der im Laufduell ist mit Ginter. Den kann er frisch machen. Das macht er auch. Jetzt muss der Ball da hochkommen. Da kommt er auch hin. Memedi in den... Ah, Mann! In den Rücken gespielt. Verdammt. Das wäre gleich mal eine gute Gelegenheit geworden. Super reagiert von Franz gegen die Immobilie. Shiro quasi. Rita mit einem guten Ball auf Lazaro. Sehr guter Ball. Jawohl. Lazaro macht quasi denselben Trick wie eben. Sein Gegenüber und schießt mal. Gute Reaktion. Ingi kann den Nachschuss nehmen. Der geht aber weit drüber. Na also, war doch ein guter Ball, er hat Weidenfeller aber auch wirklich gut runtergeholt dann. Und dann hat Ingi natürlich mit einer 66er Overall-Wertung nicht die Klasse, um so einen Ball direkt zu versenken. Das muss man einfach mal sagen. Lazaro. Jawohl, der kann hier den... Oh, das war ein Dribbling zu viel. Gegen Piszczek war das ganz gut. Franz kommt, er hilft ihm. Klasse von Franz, super. Wir müssen uns da jetzt reinarbeiten. Zack, wieder ein langer Ball Richtung Lazaro. Der gewinnt erneut das Laufduell. Mit Piszczek, ja, gewinnt er. Hat aber gleich einen doppelten Gegenspieler gegen sich. Egal. Spielen wir es eben so rum aus. Franz, der ist sehr gewagt. Ingi. Oh, Schmelzer hat es erahnt. Wenn er den vorbeigekriegt hätte, ne? Was macht denn die Immobilie? Kann man auch mal so lösen. So, oh, wieder den Konter abgefangen. Den Ball abgefangen, meine ich. Ja, jetzt spielen wir mal flach durch die Mitte. Oh, bitter, bitter. Kehl. Wieder abgefangen. Nein, eben nicht abgefangen. Ginter gegen Rita, Ex-Freiburger. Ingi, dürfen wir nicht so weit aufmachen. Das ist Marco Reus. Ja, versucht den ruhig mal zu stellen. Gut gemacht. Hat er gemacht. Henrich Mkhitaryan, der konnte nur dahin spielen eigentlich. Mm, da sind wir vorher. Wunderbar. Durchwechseln. Mitrovic auf Darida. Guter Ball. Flach. Nein, der war natürlich wieder sehr ambitioniert. Reus. Ja, die Jungs kämpfen. Das ist am wichtigsten. Und sie sind fit. Mucha. Reus hat den geholt. Ah, ist ein intensives Spiel hier. Das ist ein intensives Spiel. Freistoß für Freiburg. Doch wenn der ankommt, Mucha. Den spielen wir mal lang. Ingi, der ist klatschen. Oh nein. Aber wieder dahin, wo ich hin soll. Mann, der soll doch direkt zum Nebenmann klatschen. Blödsinn da. So. Ah gut, wir haben den Ball wieder. Oh, hast du dir gedacht? Mucha gegen Błaszczykowski. Jetzt hat er den Platz. Jetzt hat er den Platz. Einer muss kommen. Yo.
Ah ja, Plaschikowski ist anscheinend unbesiegbar, aber egal. Da oben, das war eigentlich ein Pipi-Kopfball von Reus. Der war nicht sonderlich gefährlich. Und die sollen ja auch zu Abschlüssen kommen. Hauptsache, sie machen die Tore nicht. Oh nein, den wollte ich auch nicht dahin spielen. Mann, jetzt geht das schon wieder los. Warum spielen die jetzt nicht, warum spielen die denn da so zentral hin? Ich habe den einfachen Ball spielen wollen, direkt daneben. Und dann hast du natürlich echt das Problem, dass du keinen Zugriff mehr hast. Also zumindest in der Nähe. Vorteil gepfiffen, dann bleibe ich eben mal weg. Nee, hat's erledigt. Na gut, dann trinke ich einen Schluck Kaffee und es gibt Freistoß für den BVB. Die Immobilie, ja, ja. Ich lasse den Außen mal lieber stehen und gehe an den langen Pfosten mit Schmied. Oh! Und kriegen trotzdem nicht raus. 0-1 Reus. Aber auch nicht zu verteidigen dann, ne? Müssen wir uns nochmal angucken in der Zeitlupe. Dortmund führt ein bisschen überraschend, meiner Meinung nach, weil wir eigentlich gut drin waren. Und dann kamen natürlich wieder so zwei Dreckspässe, die so auch nicht so, ja, kann ich einfach nichts dran tun. Und dann steht es eben 0-1. Was wollte ich jetzt sagen noch zum Thema? Ja gut, der stand also eigentlich gut, der Schmied, aber den kannst du nicht verteidigen, weil der einfach zwischen Kopf und Latte gespielt war. So, das war wieder der erste schlechte Pass. Und schon ist der Ball wieder weg. Blaschikowski. Sehr gut. Ruhig, genau, Rita. Rita, wo ist denn Ingi? Warum geht der nicht da lang? Mucha, der kann Ingi ins Spiel bringen. Schmelzer. Jo, der Schmelzer hier mit einem Bleifuß. Affe da. Mucha bringt die Flanke jetzt. Ja, die kommt. Ah, wieder geklärt vom BVB. Wo ist denn die Spieler, würde gerade sagen? Mitrovic, Franz, jetzt müssen wir natürlich eigentlich die Seite wechseln, aber ein bisschen schneller. Schmied, würde ich gerade sagen, Lazaro, da läuft er. Oh. Muss er aber versuchen, der Schmied, den Risikopass, damit der Vorteil nicht ganz weg ist. Oh, da klären die den noch direkt zum eigenen Mitspieler. Lauter schwarz-gelbe Bienen drumherum. Junge, Junge. Blaschikowski, Rita läuft ihn an. Gerade sagen, wo ist denn das Zentrum jetzt? Ey, manchmal, ne? Wie die sich durchsetzen einfach. Schmelzer. Die Immobilie. Kuba bleibt hängen an Mitrovic. Ja, bringt uns natürlich nicht weiter. Wir kommen. Wir haben jetzt so langsam so ein bisschen, wie soll ich sagen, unseren guten Start haben wir gerade so ein bisschen weggemacht. Ingi. Franz. Aber auch, weil wir sehr komisch verschieben gerade. Die Abstände sind viel zu groß. Gut gemacht. Lazaro. Ah, das war auch wieder, ne, viel zu weit vorgelegt jetzt. Aber jetzt kommt er hier. Schmied. Schmied. Jetzt muss er spielen. Ach komm. Da wartet er genau eine Sekunde zu lang. Da kriegt er den Ball nicht mehr gespielt, der Schmied. Rückpass zu Reus, der ganz hinten rumläuft. Auch hochinteressant. Nein, den müssen wir haben. Warum laufe ich denn da auch vor die Spieler vor hier, Mann? So, Reus wieder. Von da wird er keinen machen, hoffe ich. Kehl, guter Ball eigentlich. Aber Mucha ist schneller als Immobilie. Und jetzt ist Pause in Freiburg. Scheiße. Aber unser SC kämpft zumindest. Das muss man sagen. Gute Ansätze zu sehen. Ihr seht ja 3:4 Torschüsse. Wobei ich sogar der Meinung bin, ja, wir müssen den, vielleicht den ersten da machen, ne? Wo Ingi den Nachschuss hat. Aber haben wir nicht gemacht und damit ist es müßig. Schmied. Kontrolle behalten wäre ganz gut. Memedi. Lazaro. Gut gemacht. Lazaro gut. An Piszczek vorbei. An Piszczek vorbei. Komm, wir ziehen mal ab von da. Kurze Eck. Weidenfeller ist da. Schade. Wenn ich den ein bisschen fester schieße, geht er vielleicht oben rein. Aber ich wollte mal die Überraschungstaktik wählen. So, Franz kurz auf Schmied. Den Platz haben wir. Guter Kopfball. Nein, Weidenfeller in die Arme. Lazaro war es, glaube ich. Schade, wenn das mit Medi gewesen wäre. Da wäre sicherlich mehr gegangen. Boah, starker Einsatz da von Immobilie. Also von Immobilie natürlich, so dass es keiner falsch versteht. Ich weiß, wie der Mann heißt. Schmied. Auf mich ist er einfach die Immobilie. Lazaro. Gut gemacht. Franz, schick ihn. Jawohl, macht er. Lazaro. Was macht der jetzt? Ah, holt eine Ecke raus. Schade. Ich habe gehofft, dass Piszczek ins Leere läuft und dass ich mir Medi dann anspielen kann. Wir spielen das nochmal kurz. Das war ganz ordentlich hier. Das war jetzt Lazaro. Nee, der kommt nicht dran. Oh, Medi hat keine Kontrolle. Das war gut. Kommt die an? Nein, wieder Eckball. Schade, schade, schade. Auch wieder kurz. Ja, dann machen wir es jetzt mal anders, ne? Oh nein, das kann nicht wahr sein. Kriegen wir den? Uiuiui, haben sie gut reingeholt wieder. Franz, gut weitergelegt. Auf NG. Wenn der ja mal läuft, dann läuft er, ne? Jetzt ist das wohl so, dass es erneut Eckball gibt. Also der Druck ist da. Leider fehlt uns so ein ganz kleines bisschen auch die Abgewichtheit, ne? Darida, nächster Versuch, nächster Kopfball.
und wieder. Ja, das ist ja dann nichts Richtiges, ne? Sehr schöne Halbchancen haben wir die ganze Zeit. Wir müssen einfach mal einen dann haben, der richtig gut ist. Rita? Wäre eher abseits gewesen, glaube ich. Was ist das jetzt? Völligste Verwirrung? Baschikowski? Gerade sagen, den hat er doch, oder? Oh nein! Wie kann man so viel Pech haben wie der Rita hier? Kagawa. Mache ich dann aber auch zu einfach, weil ich nicht die Ruhe habe im Moment. Das liegt aber auch einfach an den Ergebnissen. Ich spiele privat im Moment nur Ultimate Team gegen PC und da geht es mir ja ähnlich. Da geht auch gar nichts. Egal, welches Team ich nehme. So, nächste Standard. Wieder wird es gefährlich. Reus. Kurz ausgeführt. Ja, der steht brand... Der steht blank da am 5-Meter-Raum, Freunde. Ne? Aber auch das ist natürlich das Ergebnis der letzten Spiele. Die Abwehr und Selbstbewusstsein sind natürlich dann auch zwei paar verschiedene Schuhe. Das ist Franz. Schmied. Gut rausgelegt. Oh nein. Wieder ist der Ball weg, ey. 66 Spielminuten sind rum. Und wir haben in der zweiten Halbzeit eigentlich echt alles richtig gemacht bisher, außer ein Tor zu machen. Und da haben wir schon geklärt. Kommen wir da im Laufduell dran. Lazaro. Nein, da ist natürlich Weidenfeller da. Wäre auch schlecht, wenn Weidenfeller da im Tor geblieben wäre. Muss man ja fairerweise zugeben. Eieiei. Reus, den hat er schön verloren an Mucha. Ist der abseits der Memedi? Nein, ist er nicht, aber er läuft doch nicht hin. Weil der Weidenfeller da ist. Natürlich ist Weidenfeller dann da. Ah, so ein Ticket fehlt die ganze Zeit. So ein Ticken. Ne? Erfolgserlebnis wäre schon was Tolles. Memedi. Schick ihn jetzt, macht er. Ah, der ist sehr weit. Ah, den hat er. Geht der denn unter Kontrolle? Holt er noch. Wunderbar. Eckball 73. Minute. Irgendwann muss doch mal so ein scheiß Eckball kommen, Mann. Hinji. Guter Ball auf Rita. Rita, der hat jetzt mal Zeit. Dann schießt er auch, Junge. Macht er, Rita. Oh! Wieder drüber. Wieder drüber. Muss ja mal schon Kaffee drauf nehmen. Mann, ist das bitter. Und ärgerlich. Und richtig ärgerlich. Weidenfeller. Ja, Paraden. 6 und 1. Ihr seht es. Daran sieht man es ja, ne? Und Weidenfeller hat Zeit. Na klar. Drecksack. Drecksack. Lazaro läuft Reus an. Das ist natürlich zu abgewichst für Reus. Aber er könnte ja den Ball mal verlieren, ne? Ja, jetzt versuchen die schon noch Zeit zu schinden. Das sieht man schon. Ah, jetzt spielt es fast gut aus. Hallo? Warum wechselt denn der Spieler nicht da? Wenn der Mucha da dran geht, haben wir gleich den Ball, ne? Franz macht eigentlich einen ganz soliden Eindruck auf mich. Dann spielt er so einen Drecksball und dann ist er wieder weg. Franz, hol ihn. Scheiße. Waschikowski, natürlich spielt er den da runter. Ey! Torrejón gegen Immobilie. Jawohl, Birki hat ihn. Jetzt muss er sich bewegen. Ja, da ist keiner. War ein Versuch wert, aber da ist kein Mensch. Umschaltspiel ist dann halt auch noch eine Katastrophe nebenbei im Moment. Aber das war eigentlich auch schon so, als wir erfolgreich waren. Das Problem ist, dass wir da unten natürlich überhaupt keine Chancen haben, wieder einen Angriff aufzubauen, weil wir ja jeden Ball da unten überhaupt nicht kriegen. So. Lazaro, gute Bewegung. Wechsel doch durch, Darida. Mann, das dauert. Ingie, ach komm, Mensch. Anfängerfehler, Mann. Rita, komm. Darida. Jetzt muss er spielen. Ach komm, jetzt pfeift der Arsch abseits. Ey, das ist ja zum Brechen, ist das ja. Wir können aber auch nicht mehr groß wechseln. Bringt ja nichts, ne? Wir können jetzt nochmal Kelvin bringen für die Schlussphase und wegen mir auch Klaus, aber es wird ja nichts mehr tun. Ach Mensch, ist das wieder bitter hier. 89. Minute und dann kommst du einmal einigermaßen was Tor. Wir machen die Tore natürlich dann noch nicht. Ja, jetzt spielen die einfach auch clever, die Säcke. Die spielen jetzt auch clever. Guck dir das an, da. Das ist ja schon fast eine Frechheit, was die machen. Gegen den SC Freiburg. Oh, noch sind wir Fünfter und die sind Elfter oder so. Ja, jetzt mache ich sie natürlich auch einfach hier. Guck dir das an. Guck dir das an. Diese Ratte, der Schmelzer. Der kann gar nichts und setzt sich da durch. Und da holt der mit eine Ecke raus, weil ich hängen bleibe, ne? Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, weil ich hängen bleibe, dann war es ein Foul. Aber okay. Mitrovic, vielleicht ist nur ein Angriff drin. Ich weiß es nicht. Franz. Oh Gott, Franz. Schmied. Schmied? Was macht er jetzt? Der spielt Kelvin an. Kelvin. Schießt, Junge, Kelvin, schießt! Ach, es ist zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Kurze Ecke und er schießt natürlich genau den Spieler an, der Blödmann. Ein Blödsack sozusagen. So, Kelvin, nächste Flanke.
Letzter Versuch, Memedi kommt nicht dran. Und da pfeift er das Spiel ab und es ist, wie es ist. Wieder verloren. Wieder verloren. Was soll ich noch sagen? 8 Torschüsse, wir sind eigentlich die bessere Mannschaft gewesen. Es geht nix, es geht nix. So, jetzt gucken wir mal. Turnierpreisgeld könnt ihr euch auch im Popo. Jo, Memedi, du bist der Beste. Danke, Chef, Junge. So, wollen wir mal Tabelle eben angucken. Wir sind noch auf dem Europa-League-Platz. Das ist ja immerhin etwas, aber guckt euch das an. Ne? Jetzt ist natürlich alles verloren. Hier was. Eieieiei, ne? 29 Punkte, das heißt, alles verloren ist natürlich hier gar nicht. Aber wir können einfach auch mit noch 2 weiteren Niederlagen auf Platz 13 rutschen, wenn das schlecht läuft. Gut, Paderborn, Stuttgart und Bremen haben andere Probleme als wir. Das muss ich auch mal sagen. Und darum bin ich eigentlich ganz froh. So, Leute. Nächster Part kommt dann eben gleich mal. Gucken hier. Herzliches Wiedersehen. Ne, kein herzliches, genau. Wir mögen den nicht. Hertha, genau die haben wir angesprochen. Vielleicht geht ja jetzt was gegen Hertha BSC. Ihr seht die Tabelle. Sieht also immer noch ganz positiv aus, muss ich ja ehrlich mal sagen. Wenn man natürlich nicht die Sieges- und Niederlagenserie hintereinander hat, macht das alles noch eine positive Saison aus. Nur das Problem ist natürlich, 1, 2, 3, Moment, dann haben wir das Spiel gegen Köln gewonnen, ne? 4, 5, 6 Bundesligaspiele in Serie sieglos ist halt dann doch schon ein Brett. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wahrscheinlich morgen zum nächsten Part. Ciao und haut rein!